eine Wassermelone und die karamellisiere ich. Und dazu gibt es den Grillkäse. Einmal vierteln. 2 cm dicke Scheibe abschneiden. Das einmal in so einem Kreis ausstechen. Eine Pfanne, ein bisschen Olivenöl. Die Melone wird jetzt mit Zucker eingezuckert und die kommt jetzt in die heiße Pfanne. Richtig heiß braten, schau. Nächste Pfanne, Öl rein, Grillkäse, Reisflocken und die werden knusprig gebraten. Den Grillkäse hier einmal wenden. Ein paar Pinienkerne, kommen wir auch noch rein. Ahornsirup dazu. Dann einmal die Melone. Den Grillkäse. Kameramann, der das übrigens auch saumäßig gut schneidet hier immer, hat Hunger wie ein Großer. Noch mal ein bisschen Ahornsirup drauf. Und last but not least kommt das bestverkaufteste In-Love-Produkt überhaupt. Der geschrotete Pfeffer, da ist auch ein bisschen Salz mit dabei. Das kommt noch hier oben drauf. Gutes Bier dazu oder ein Glas Weißwein. Ich warte auf die Kommentare.